Ich persönlich hatte mich vor, eine Party zu veranstalten. Hallo! Was ist denn hier so laut? Opa, können du helfen? Eine gute Wahl, die Flöte. Guck mal, das da ist mein Freund Tao. Tao hat nur noch 55 Minuten zu leben und Tao würde gerne Party machen. Können du helfen? Gute Besserung, Tao. Ich hoffe, dir geht's bald besser. Schmeiß mal ein Partybeat an, Opa. Partybeat! Party! Okay, warte, hab ich da! Mach mal ein Partybeat raus. Okay, Tao, wir müssen tanzen. Komm, tanze. Tanze. Los, let's party. Yeah, party. Lass uns doch einfach mit der Karre mal cruisen. Komm, wir machen Party. Komm. Oh, ihr habt die Karre. Oh, komm, wir machen Party. Vorsicht, ich muss erstmal ausparken. Ich kann nicht überfahren hier, ja? Okay. Oh, Vorsicht, Opa, mit dem Knie. Hüft rein. Die Mucke muss lauter. Alle drin? Ja. Reißt mal auf die Hütte. Das ist der Partybus. Was geht, Homies? Aber die Mucke ist zu leise, mach mal lauter. Ich gucke. Man muss schön cruisen. Ja, ich will wissen, warum er denn nur noch 45 Minuten zu leben hat oder jetzt noch 44. Also, Tao und ich waren bei ihm zu Hause am Kamin, haben gekuschelt und plötzlich hat sein Fuß Feuer gefangen. Dann wollten wir zum Doktor nicht da. Dann haben ein anderer geholfen, der hat ihn vergiftet. Oh Mann. Ja. Und der Doktor hier kann auch nicht mehr helfen? Ein Doktor nicht da. Ach, verdammt. Ja, der Doktor. Okay, bist bereit? Geil. Richtig Party. Geil. Was geht, Omi? Yo, Party. Und alles Game auch frei. Ja. Wir machen Party. Und ihr macht deine Party. Oh, die gerne diesen Böse. Du warst Böse. Mach rein. Mach weg den Scheiß. Brauch kein Mensch. Und warum genau hat er jetzt nur noch 55, korrigiere, 53 Minuten? Hat sie doch gerade erklärt. Ja, da waren so Typen, der haben ihm Alkohol gegeben. Der Alkohol war ein bisschen zu stark und ja. Der ist jetzt betrunken und muss gleich sterben. Das ist aber nicht schön. Hast du noch einen letzten Wunsch, mein Junge? Monsterland. Ja, Party machen war dein Wunsch. Wir sind ja schon dabei. Mehr nicht! Mehr geht nicht. Ich will jemanden erschießen. Nochmal hindurch, nochmal. Oh, jemanden erschießen? Ich wüsste da jemanden. Wen denn? Der Typ, der das Klavier aufgebaut hat. Jawohl! Oder den Rächer! Aber wer ist denn das? Den Rächer erschießen? Das würde ich mir tatsächlich sogar angucken. Das wäre mir 10 Scrap wert. Ich meine, danach ist eh vorbei. Da warst du gestern gar nicht dabei, Opa, ne? Nee, war's nicht. Ich hab schon geschlafen. Gestern war irgendwo Stress zwischen Jen und irgendwie noch zwei anderen. Da habe ich einfach 9 Scrap in die Mitte geschmissen und gesagt, der Sieger bekommt die Scrap. Und haben sich alle erschossen und abgefackelt mit Flammenwerfern. Das klingt lustig. Das war die günstigste Unterhaltung aller Zeiten. Was sind hier alles noch? Wir machen Party in India. Ja, normal. Die Musik ist kaputt, Opa. Achso, ja, warte, ich hab noch was. Da. Hier ist aber doch richtig viel los. Wo sind wir überhaupt, Junge? Keine Ahnung, Frankfurt? Ach, da unten! Ist das ein Pimmel? Na. Hey, wo? Ich glaube, das ist ein Wurm. Rechts. Warte mal. Hallo? Warum ist hier ein Pimmel? Hallo? Ach, guck mal, man kann einfach aufmachen.
Die schlafen alle. Die machen Haya Bubu. Oh, also das machen Leute auf mich. Eddie, guck mal. Hier, ciao. Immer noch eine Kuhglocke dazu. Dann kannst du richtig dir deinen Frust rausprügeln. Opa kann tanzen. Opa, jetzt. Ich wusste gar nicht, dass du da beatboxst. Richtig geil. Bewegst den Mund zum Takt. Hat er das rausgekriegt, wie das geht? Nice. Ja, auch noch. Ja. Richtig geil mit euch. Was macht denn der eigentlich hier? Also was mache ich denn hier bei dem? Winkst du uns herbei? Wie du machst das? Das ist mein Anfall. Wir müssen zum Doktor mit ihm, er hat Anfall. Okay, weiter. Oh, muss ich mich umdrehen. Was ist das denn hier? Ach, das ist der Gerichtshof. Den gibt's auch schon fünfmal irgendwie. Bucky. Ja, warte. Hoffentlich hält der Sprit, ich hab gar nicht geguckt. Matrix, ich hab ganz viel Sprit, ich brauch's eh nicht mehr. Ass rein. Ich könnte auch eigentlich nochmal gleich ein, zwei neue Teile schnell hier bei Rust Coast Customs reinstopfen. Wenn du wollen jetzt erschießen, nicht mich. Weiß es nicht. Also ich würde sagen, wir lenken ihn ab und du erschießt ihn von hinten. Finden. Oh, was ist denn das hier? Einen Moment mal eben. Chill ruhig eine Runde, ich bin gleich wieder da. Soll ich mal einmal reingucken? Ach, hier gibt's den coolen Kahn, Junge. Was steht denn hier? Wann kriegt der mal mein Taschengeld, Opa? Ach, jetzt kommt der Enkeltrick wieder durch. Bringen Sie Ihr Auto, kaufen Sie sich, was Sie benötigen. Bauen Sie Ihr Auto auf der Hebebühne um. Wie, Selbstbedienung oder was? Was ist denn das für ein Service? Ich bin von unser Auto. Jetzt gib mir den Skript, du alter Knacker. Ich habe nicht mehr viele. Wie viel brauchst du denn? Und nicht reden so mit Opa. Alles. Jedes Mal nimmt er mich aus, ey. Locker. Du weißt, die Rente ist nicht so viel. Ich muss wieder losgehen und Schrott sammeln wegen dir. Jetzt haben wir fast alles Premium-Teile. Ganz ehrlich, wenn wir schon den letzten Ride seines Lebens machen, dann in Style. Ja, okay. Was hast du denn jetzt hier? Oh, und so den mal. Ich bin schon wieder on stage. Ey, ich sitz vorne. Whisky. Opa, du kannst doch mal hinten sitzen. Nee, Ellbogen aus dem Fenster. Ach ja, Servus, eigentlich. Servus, Vorsicht, das ist Straße. Vorsichtig. Was ist denn das hier? Das heißt hier, ach du Scheiße. Ich war ein bisschen überrumpelt, überwältigt. Du hast ein Problem mit uns. Nee, alles entspannt, alles super. Ich will mir nur eine Karre kaufen. Ich will gar keinen Ärger machen, bin ich hier, klar. Ich bin eine halbe Stunde. Und du hast so einen dicken Granatwerfer hier hinten auf dem Rücken. Darf ich damit mal rumballern? Der hat nicht mehr lange. Der hat nicht mehr lange zu leben. Aber mach mal so aus. Ich kann da nicht viel machen. Ich sag mal so, der ist vom Chef. Und ich kann dir mal was geben für die nächste. Wenn du noch eine halbe Stunde zu leben hast. Weißt du was? Guck mal hier, das geht aufs Haus, mein Guter. Schau mal hier. Aber nicht auf einmal, ne? Pass auf, wenn du willst. Oh, jetzt ist mein Pferd wieder am Bellen. Mensch, halt den Mund, Yolanda! Pass auf, wenn du willst. Hauptsache, dass mir keiner das Pferd weiß. Sag mir, wenn du bereit bist zum Anzünden. Wir machen das zusammen. Ist das Mischling? Das blöde Pferd cool. Ist die ganze Zeit. Mach ran, die Lunte. Okay, 3, 2, 1. Zünde den Pferd. Junge! Oh, Partynebel! Oh.
Junge! Oh, der Stoff haut richtig rein. Was ist das denn? Oma, das war zu gut für unser Gras. Jetzt fehlt nur noch die Partymusik. Klebekusch. Ich glaube, ich bin ein bisschen blind. Wo ist die Disco-Kugel? Ciao, wo ist Ciao? Ich höre wieder. I'm great, double day, double day. Ciao, du noch leben? Okay. Ich lebe noch, ja. Country Road. Ciao, du hast noch halbe Stunde. Was du da streichelst, ist nicht das Pferd. Aber wenn du noch eine halbe Stunde nur noch hast, glaub mir, dann hält noch ein bisschen. Mount, Mama. Sag mal so nicht, aber ich wünsche dir einen schönen Tag. Wie heißt du denn, Reisender? Damit wir uns mal irgendwann erkenntlich zeigen können. Stabiler Bart übrigens. Dankeschön, ich bin Randy und ich bin Farmer. Oh, so ein Bart hätte ich auch. Big Mama. Randy. Also. Guter Mann. Ja, ja. Randy. Dankeschön. Also, du bist macht's gut. Macht's gut, Randy. Ey, wo krieg ich... Die Musik ist schon wieder kaputt. Wo krieg ich so ein Bart her, Junge? Bei mir auch. Auch so ein Bart. Ja, hat er, glaube ich, den Weihnachtsmann geklaut. Hallo? Ich glaub auch. Ach, hallo, Herr Kürbis. Ich hab einen Kürbis gefunden. Hey. Wer sind Sie denn? Ich bin Kürbiskopf. Moin. Hallo, Herr Kürbiskopf. Sehr passender Name, muss ich sagen. Hallo. Bleibt auf jeden Fall im Gedächtnis. Entschuldigung, ist hier irgendjemand? Ich muss mal ganz kurz nachfragen. Ich würde einfach nur gerne hier ein Auto kaufen. Ich muss für den Chef muss ich ein Auto holen. Haben Sie da vielleicht irgendwie eine Kontaktperson? Also das Problem ist, ich bin ja nur der Praktikant und kann das noch nicht. Hat das den Sprit hinten reingeschmissen? Wir machen weiter Party. Was kostet Party? Warte mal, hier da vorne ist Auto, verkauft ihr das? Ach, geht gar nicht, ne? Mach mal auf die Luke da. Das ist ja eigentlich Selbstbedienung. Theoretisch kannst du die hier... Das überhaupt? Können wir fahren? Ciao. Wir sind auch schön, du müssen stehen auf Dach von Auto. Ja, genau, ein bisschen Dachsurfen. Finde ich geil. Ja, du stehst ja drauf. Komm. Okay. Oh, habt ihr noch 5 Scrap? Ja, komm auch. Ja, komm, wir machen jetzt Autosurfen. Die fallen doch runter, wenn du losfährst. Okay, alles klar, auf euch rein. Das sind aber schöne letzte Stunden. So wünsche ich mir das später auch. Was ist denn los, hey? Ey, da ist er! Hallo! Warte mal! Hier wohnt doch der Kabel! Hallo! Wo ist denn hier der Kabelmann? Herr Kabelmann! Der Kabelmann! Wobei! Wir haben da eine Rechnung mit Ihnen offen! Da sind ja ganz neue Töne, hör mal! Wir haben Rechnung mit Ihnen offen! Wieso das denn? Pack mal das Buttermesser weg, Opa. Ist immer noch nicht so weit. Dann funktioniert. Ich hatte aber schon einen Zettel in. Bitte nicht mit der Kettensäge auf meinen Opa ziehen, danke. Er hatte schon einen Zettel in den Briefkasten geschmissen. Musst du dir das nochmal angucken? Das läuft überhaupt nicht. Das Licht geht nie. Das ist immer leer, die Batterie. Ja, das Problem ist gerade, dass der Wind mega schwach ist. Also, ich hab gerade bei mir, normalerweise kommt da ein Strom von 150 Ampere raus, da kommen gerade 30 raus. Das ist zu wenig Wind. Da muss man doch was machen. Entweder das oder halt ein paar mehr Solarpaneele. Mehr Input. Irgendwie, ja. Wir brauchen einfach mehr Input, ne? Also das ist zu wenig. Gerade weil die Neonlichter oben, die verbrauchen die Hälfte als das ganze Haus. Ja, aber wieso können sie denn nicht den Wind vorhersagen? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich bin ja der Kabelmann, nicht der Wettermann. Nee, ja, aber Windenergie müssen wir auch wissen, also, ob das reicht. Der hat uns verkackt. Im Normalfall reicht es, ja. Ach so. Nee, das. Auf jeden Fall müssen wir uns was überlegen. Ja, da müssen wir mehr Input machen, aber jetzt Solar. Kommst du, wenn du fertig bist mit deinen Aufträgen vorbei, dann gucken wir uns das an. Wir müssen jetzt erstmal mit dem Kollegen nochmal ein bisschen cruisen hier, weil der hat nicht mehr so lange. Der hat noch 45 Minuten zu leben, der will nochmal Party machen. Ab jeder Beat. Shotgun vorne, achso, ich fahr ja eh. Ja, dann viel Spaß bei den letzten Minütchen, ne? Tschüss.
Können wir gucken, ob Doktor da ist? Ja, ja, der kommt hier auf der Rechte. Vielleicht können wir es ja verlängern. Dann können wir den Rest unseres Lebensparty machen. Nice. Oh, oh. Aber ich werde immer noch für die Schlotzen. Schönste mal ein bisschen. Guck mal, der Verrückte schon wieder da. Junge, Junge, das ist ja wie in den, als ich 20 war. Vorsicht. Oh, oh, wir sind zu weit, oder? Warte mal. Ja, ja, der Doktor. Nee. Der Doktor war da hier irgendwo, ne? Ja, auf der linken. Doktor, wir brauchen den Doktor. Wir sind noch nicht schnell genug. Mann, die Karre geht jetzt ab, ich bin mit Katze. Vorsicht! Oh, ich bin schon wieder unterwegs. Mal guck ich, was Platz und dann sehe ich mich selbst. Ey! Oh! Ey! Doktor! Oh. Doktor da! Doktor da! Doktor, hallo? Hallo, Herr Doktor! Hallo? Na, Doktor zu. Natürlich hat er genau geschlossen, wenn der Kumpel hier am Sterben ist. Ich glaube, du musst ihn sterben. Ja, guck mal, oben ist aus hier. Ja. Toller Doktor. Los, wir machen hier richtig noch, schlechter Doktor, echt. Noch ein Konzert immer hier. Immer nur im Urlaub. Junge! Oh. A country road, a take me home. To the place. West Virginia. Mountain Mama. Mountain Mama, attack me home, country road. Hallo, ich bin Bachmann. Tau, du bist ja nicht getun, oder? Du machst doch gleich einen Abgang. Ist das dein Auto? Ja. Nee, das ist unser Auto. Das Auto vielleicht. Was mit meinem Auto? Der will das verkaufen. Der will das kaufen. Ja, 5000 Scrap, kein Problem. Leck mir doch mal. Schnäppchen! Ach, du bist das! Der sucht immer noch ein Auto. Ja, dann nicht. Wo, Tau? Ist Tau tot? Tau, bist du tot? Tau, bist du tot? Tau ist tot. Da hinten ist er noch. Tau, bist du tot? Er ist tot, er hat geantwortet. Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Ich möchte irgendwo jetzt runterspringen und selbst entscheiden, wann ich sterbe, Leute. Nee, wir gehen jetzt, komm, wir fahren jetzt zu den Schlotzen. Kann ich verstehen. Komm, wir wo sind die denn? Keine Ahnung. Warte, hier steht doch mal so ein Schild. Die haben ein Fest. Reiß die Mugge auf. Warte. Reiß die Mugge auf, mein Junge. Die haben ein Festung hier in der Nähe. Ja, irgendwo ist denn ihr Stall. Ich glaube links oben, oder? Keine Ahnung, hier wohnt ein pöbelnder Penner. Was ist das hier? Fragen. Sind die das? Was ist das hier rechts? Hallo. Bomben und Erdbeeren. Hier ist Leben und vielleicht auch hier sind Minen. Stopp. Kein Durchgang. Nicht da reinlaufen, da sind Minen. Hier sterben. Ja, aber Tau hat eh nicht mehr lange. Feuerwerk! Das ist mal Leben am Limit. Hier war ich schon mal, du kannst hier über die angepflanzten Sachen kannst du rüberlaufen. Aber da sind Bären, Fall, da musst du nach unten gucken, aber ansonsten ist da freie Bahn. Ja, schön. Ich verwette meine letzte Waffe darauf, dass ich eine Runde schaffe, ohne zu sterben. Okay. Ich hoffe, es alles von hier aus straight alles. Wir drücken die Daumen. Wenn ihr die Glocke nicht mehr hört, dann bin ich gestorben. Okay. Links, weiter links! Da, au. Ihr müsst ihn anfeuern. Da, au. Da nicht so weit gehen. Tau, zieh! Was?
Warum lebt er noch? Warum lebt er noch? Das ist ja langweilig. Er hat's überlebt. Eddie, weil du keinen Scrap hingeschmissen hast. Was? Oha! Oha! Ah. Da kommt jemand! No! Auto! Ich glaube, da war eine Bärenfalle, Junge! Tausch lebt! Tausch lebt! Hallo, warte mal, nicht Hallo? Schießen! Tau, leben du noch? Tau lebt noch! Bitte oh, Vorsicht, Bärenfalle! Bärenfalle, wir Junge! Wir sind friendly! Wir wollen nur unseren Kumpel vom Boden aufkratzen. Und gar keinen Stress. Ich sehe gar keine Gitarre. Wie macht der das? Spielt er an deinem Hund? Ich weiß auch nicht. Hallo, Schlotzen! Ich spiele hinter deinem Rücken, gar kein Problem. Der Tau hier, der hat nur noch 45 Hallo. Minuten zu leben. Der will noch mal was erleben im Leben. Hallo. 4 Minuten. Was? Okay. Wir dachten, ihr könnt uns noch ein bisschen helfen dabei, seine letzten Stunden ein bisschen besser zu machen. Hallo. Ja klar, soll er mal einmal durchlaufen hier durch das Kürbisfeld. Abfahren, dann hast du was erlebt. Ja, hat er schon. Wir fahren die ganze Zeit schon rum. War ja nicht richtig, das war ja nur so halb. Tau, du musst noch mal Wettlaufen machen. Ja, war nicht genug für den Recker. Oha, nackt auch noch ein Flitzer, was Junge. Was nack ich da? Oh, Flitzer. Oh no. Das ging aber nicht gut. Ist das aufregend genug, Herr Tau? Kann mich jetzt jemand bitte erschießen? Speis it up, warte. Wow! Das war nix. Aber genau daneben, Junge. Das war, cool, das war perfekt gezielt. Wieso, der Fußnagel ist ab. Wow! Scheiße. Wenn er danach fragt, dann können Sie die Scheiße noch wenigstens machen hier, verdammte Hacke. Und jetzt runter von meinem Rasen, sonst seid ihr den nächsten. Meine Fresse, wenn der danach fragt, dann macht man das halt. Hier. Das war gemein. Instrument mit. Und das andere Ding auch noch. Und jetzt Abfahrt hier. Hopp, 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 kommt in die Gänge. So nette Nachbarn haben wir hier. Scheiße hier, gemein. Die ganzen Yuppies. Ich mag den nicht. Natürlich sind wir nette Nachbarn. Was ist denn das, Junge? Ey, 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 was ist denn hier los? Jedenfalls so nett wie eine Prostata-Vorsorgeuntersuchung. Der Tau hatte nur noch 45 Minuten. Er hatte noch 50 Minuten zu leben. Jetzt hat er gar nichts mehr. Ja, jetzt hat er die genossen. Genau. Nee, hat er nicht. Er hat nicht gesagt, er hat noch 50 Minuten. Wieso soll er die denn genießen, wenn er... Was, das ist... Minuten. Ja, wir haben Sekunden verstanden. Der Regen ist auch sehr laut. Das tut uns Ach so, ja, Moment. Ich erkläre es den Fliegen über dem Kadaver. Naja, machen wir trotzdem weiter leben. Party oder was? Rechts stand maybe tot. Oder ja, müssen wir wohl. Ja, komm, weiter cruisen. Tschüss, Schlotzens. Das Etablissement kann ich nicht empfehlen. Viel Spaß, ja, ja. Nix DMCA. Opa, ich habe Frage. Ja. Du weißt, wo mein Pferd war? Bestimmt am Musikladen. Da ist nicht bei uns vom Laden noch? Ja, genau. Ich muss direkt zu Bertha. Aus dem Weg, ihr Banausen! Oh, zu dem Mal, ich bin schon wieder on stage, da guck ich fern, wow, und sehe auch wie bei mich selbst, man, ihr seid unter aller Sau, und meiner Meinung nach bin ich Opa Nummer 1, weil es so einen noch nie gab, yo! Yo! Hier stehen Pferde, das guck mal! Das ist dein Pferd hier, oder nicht? Ja, Bertha, du hast mich vermisst? Bertha... Seit wann hat mein Pferd eine Rüstung? Ich muss nämlich nach Hause. Und das ist nicht dein Pferd, oder? Doch, doch! Appaloosa! Das ist Taubpferd. Hey, sie verfolgen mich doch. Hä, hey, warte mal, heißen die gleich? Das sind Zwillinge, Junge! Ja, der Taubpferd. Der hat denselben Arsch wie ich, wie mein Pferd. Und hat denselben Namen. Eine Kopie. Das sind Klone.
aus einer anderen Matrix. Schönen guten Tag. Ich muss mal nach Hause. Hallo. Alles klar, Whisky. Hallo, wo arbeiten Sie hier? Ja, richtig. Aber wir haben eine gute Party gemacht. Ich vielleicht mal umsehen bei Ihnen? Ja, selbstverständlich, kommen Sie rein. Vielen immer Dank. Auch ein Outdoor-Store, falls wir noch nicht da sind. Ja, immer hereinspazieren. Mach's gut, Whisky. Und immer dran denken. Ja. Cantrero. Also im Grunde so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann. Wir haben hier so eine kleine Auswahl schon zum Ausprobieren. Pianos. Ein Xylobone. Das ist eine Sonderanfertigung. Also Sie können das auch aus den Knochen Ihrer Feinde machen lassen. Das ist auch kein Problem. Oder sehr beliebt ist auch der Trommelpeter. Können Sie gerne, setzen Sie sich mal an irgendwas ran, probieren Sie rum. Wir haben Gitarren, wir haben Bass, das ist sehr freundlich. Wir haben Flöten, Trompeten, je nachdem. Aber das verpflichtet mich nicht zum Kauf, oder? Nein, absolut nicht. Opa, die Tür kann's auflassen, der Laden ist doch offen. Ich dachte, sie darf erst wieder gehen, wenn sie was gekauft hat. Ach so, nein. Hier steht doch eins für zwei, Opa. Sie muss ja zwei Sachen kaufen. Ach ja, stimmt. Also zu. Also ich kann empfehlen, 1-1-2, das machen sich hier alle. Genau, das funktioniert immer, Eddie. jo. Oder 1-1-2-3, 1-1-2-3. So Junge, jetzt lässt du noch einen Daumen nach oben da und machst den Opa glücklich und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Klicke mal da rechts, danke. Bis dahin, euer Opa.